Servus Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei mir auf dem Kanal. Danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ich meine zu Teil 5, bin mir gerade nicht ganz sicher. Heute wird es ein bisschen interessanter, wie das letzte Mal. Letztes Mal hatte ich einen relativ schnellen Abbruch im Video. Equipment-Probleme, wie auch immer. Dieses Mal soll es anders laufen. Wir haben schon ein paar neue Teile, wir haben schon neue Kolbenringe, wir haben schon neue Lager, wir haben ein neues Nadellager. Ich bin jetzt gerade noch dabei, die Teile komplett zu reinigen. Heute möchte ich den 180er-Zylinder holen. Und da nehme ich euch jetzt auf jeden Fall erstmal mit. Wer Bock auf dieses Video hat, bleibt einfach dran. Schaut mir zu, wie ich den Zylinder hole vom 180er. Und dann sehen wir mal, wie das Video noch weitergeht. Viel Spaß euch. Abfahrt. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie ich das so mache. Also Schraubstock, Alubacken, ganz wichtig. Aber wir können mal noch ganz kurz reinschauen. Wichtig in diesem Fall ist auf jeden Fall, dass ihr Alubacken nehmt. Ihr müsst mal gucken, wie ihr das am besten einspannen könnt. Ich denke, es macht jetzt so am meisten Sinn. So, natürlich auch nicht zu fest, aber so, dass der Zylinder euch nicht abhauen kann. Dann nehme ich so eine alte Flasche, mache oben ein kleines Löchle mit einer Nadel rein. Somit kann ich dann schön Öl reinpumpen, wie ihr sehen könnt. Klar, Sauerei gibt es immer. So soll es aber auch sein. Gut, dann habe ich hier so einen Dreibeinhohner, Hohnwerkzeug. Hier kannst du die Vorspannung einstellen, wie hart sollen denn die Arme nach außen an die Wand drücken. Da müsst ihr euch dann mal reinfuchsen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass hier viel Öl verwendet wird und ihr natürlich einen gesunden Rhythmus habt. Ne? Den Rhythmus müsstet ihr eigentlich alle kennen. Akkuschraube an Start. So, wichtig in diesem Punkt ist jetzt auch, dass die Schleifsteine im Vorfeld geölt werden. Also wenn ihr so einen Zylinder nachschleift, müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr wirklich viel Öl verwendet. Ne? Dann die Arme zusammen und ab in den Zylinder. Und dann müsst ihr darauf achten, dass auf jeden Fall genügend Öl im Zylinder ist. Und dann geht's los. Wichtig in dem Fall auch immer wieder nachschmieren, dass genügend Öl in der Laufbahn ist, ne? So, dann kontrollieren wir das Ganze gleich einmal. Das sieht super aus. Ich wische jetzt hier kurz sauber und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ja, das sieht super aus. Ja, das sieht super gut aus. Bin ich sehr zufrieden. Das waren jetzt keine 4-5 Minuten. Das passt soweit. So, der Zylinder sieht soweit ganz gut aus. Wir haben ihn schön gehohnt. Das gefällt mir super so. Perfekt. Jetzt geht es natürlich weiter, damit die Teile zu reinigen. Das Ganze geht jetzt noch einmal ins Ultraschallbad. Den Zylinder, den klebe ich mir jetzt ab und wirf den in die Strahlkabine. Den möchte ich jetzt noch einmal komplett strahlen. Und dann kommt der nach dem Strahlen auch noch mal ins Ultraschallbad rein. Das machen wir jetzt. So, gut. Dann schauen wir mal. Wir haben jetzt dritte Runde Ultraschallbad. Wichtig ist nach dem Ultraschallbad, da der Reiniger noch an den Teilen hängt, müssen natürlich die Teile nach der letzten Runde vom Ultraschallbad müssen kurz ins kalte Wasser, das Reinigungsmittel sich löst, weil sonst kann es passieren, dass am Ende, wenn du jetzt schöne Gussteile hast, dass sie dann so leicht milchig werden. Ne, wenn man die jetzt nur aus dem Ultraschallbad rausholt, mit der Luftpistole abpustet, kann es passieren, dass sie milchig werden. So, ich hole jetzt die Teile. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt aussehen. Zylinderkopf hatten wir gestrahlt. Zylinderfuß hatten wir gehohnt und gestrahlt. Kolbenkopf habe ich gemacht und nur die Ringnut. Also das Kolbenhemd selber habe ich nicht gestrahlt. Wir schauen mal. Oh ja, das sieht geil aus. So, ich hole jetzt die Teile aus dem Gitter, lege sie hier auf und dann hole ich euch gerade mal rüber.
So. Rüberkomme, anschaue. So, dann beginnen wir mal hier mit dem ganzen Kleinzeug. Also das ist wirklich alles richtig gut clean geworden. Das wird natürlich jetzt alles mit der Luftpistole nochmal trocken geballert. So, dann haben wir hier den Kopf. Auch wieder mega clean, sauber. Vergaser, auch super Ergebnis. Also da kann man nicht meckern. Wenn das Ding nachher alles schön zusammengebaut ist, sieht das sicher gut aus. Kolben hatte ich euch ja gesagt, habe ich den Kolbenkopf gestrahlt. Und man sieht auch hier so ein bisschen die Strahlspur bis hierher. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass die komplette Nut einfach freigestrahlt ist. Kolbenhemd habe ich natürlich gelassen. Das sieht super aus. Vergaserwanne, kannst du auch von essen. Ist wie neu. Kopf, kannst du nicht meckern. So, da haben wir diese typischen Rückstände, aber die sind normal. Würde man sagen, Kalkablagerung eventuell. Aber ja, das sieht gut aus. Und dann kommen wir zum Zylinder. Wird auch komplett sauber. Auslass ist komplett sauber. Laufbahn haben wir ja frisch gemacht. Das sieht super aus. Also da kann man sich nicht beschweren. Schick. So, Freunde der Sonne, wie ihr sehen könnt, Motor ist soweit vorbereitet, Teile sind soweit sauber. Natürlich ist das jetzt echt ein langwieriger Prozess, weil echt so vieles geputzt werden muss. Ich werde jetzt unabhängig von euch, werde ich mich noch um den Vario-Deckel kümmern, den Auspuff werde ich noch sandstrahlen, werde den nochmal mit Hitzeschutzlack bearbeiten. Ich mache jetzt noch ein paar kleine Sachen, bei denen ich euch nicht mitnehme, das seht ihr halt dann nachher einfach nur das Ergebnis. Weil ich denke, einen Auspuff jetzt zu lackieren, da brauche ich euch nicht mitnehmen. Vario-Deckel zu reinigen, sauber zu machen, brauche ich euch auch nicht mitnehmen. Ich fand das jetzt eigentlich ganz wichtig, dass ihr mal seht, was so ein Ultraschallbad, was so eine Sandstrahlreinigung und so bringt. Wie ihr seht, Motor ist immer noch blank. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Das heißt, ich werde versuchen, aufs nächste Video den Motor schwarz gepulvert zu haben. Dass der dann fertig ist, dass wir dann auf jeden Fall mal die neuen Lager setzen können, dass wir einfach dann an den Zusammenbau gehen können. Weil da habe ich richtig Bock drauf. Ich denke, ihr auch. Es ist halt jetzt wirklich ein bisschen schleppen, weil einfach viele alte Teile noch verwendet werden, die einfach komplett gereinigt werden müssen und natürlich überprüft werden müssen. Ich hoffe, euch hat das Video dennoch gefallen. Mich würde es mega freuen, wenn ihr das Video kommentiert, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr vielleicht noch keine Abonnenten seid, wäre ich froh darüber, wenn ihr Abonnenten werdet. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen angenehmen Sonntagabend. Ich verbringe jetzt die Woche noch ganz gemütlich abends hier in der Werkstatt fürs nächste Video. Nächste Woche am Sonntagabend, 18 Uhr, in der Hoffnung mit gepulvertem Motorblock. Drückt mir die Daumen. Ich wünsche euch was. Macht's gut, Freunde. Ich bin raus. Ciao. I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype.